Kollege Haseloff wird für die B-Länder noch ergänzen. Bitte sehr. Ja, ich möchte das nur an einigen wenigen Stichworten machen, weil Kollege Woidke das, denke ich mal, insgesamt für die Konferenz hier getan hat und speziell zum Thema des Jugendangebots und des Themas früher Spartenkanäle ARD, ZDF hat Frau Dreyer ja schon etwas gesagt, wobei ich zu diesem Stichwort nur noch Folgendes sagen möchte. Es ist ein Durchbruch, der heute hier wirklich erreicht wurde. Persönlich, das wissen die Kollegen, habe ich mir auch B-seitig da noch etwas mehr versprochen. Im Sinne dessen, dass man hätte durchaus die Angebotsseite noch stärker, sagen wir mal so, zum Ausdruck bringt, dass wir durchaus auch die linearen Angebote mit einbuchen. Aber es ist trotzdem ein Durchbruch, weil wir erstmalig 16:0 erkannt haben und das auch strategisch aufgreifen, dass wir ein jugendgemäßes Angebot brauchen in der Altersgruppe von 14 bis 29 und dass wir unbedingt im öffentlich-rechtlichen Bereich diese Personengruppe an das Medienangebot der Öffentlich-Rechtlichen halten müssen. Im Konsens mit den Verlegern, mit den privaten Sendern, das hat Frau Dreyer schon gesagt, aber wir kommen nicht dran vorbei, dass wir dieses Angebot entsprechend entwickeln und wahrscheinlich zum frühestmöglichen Zeitpunkt im Jahre 2016 kann mit ersten Projekten hier auch gerechnet werden. So haben das die Intendanten uns auch versprochen. Sie werden jetzt das etwas geänderte strategische Herangehen in die Überarbeitung nehmen und in den nächsten Monaten uns also auch mit Projektuntersetzungen konfrontieren. Im positiven Sinne, darauf freuen wir uns. Ich freue mich auch mit Blick auf den Mitteldeutschen Rundfunk der Dreiländerstation, dass wir mit einem Pilotprojekt dort genau in der Intention des heutigen Beschlusses schon durchaus Erfahrung sammeln konnten. Und ich kann Mut machen, dass es wirklich Erfolg hat und dass demzufolge das, was wir bundesweit hier auch dann im Angebot haben werden, auf jeden Fall dazu dient, als Grundlage für weitere Entwicklungen in diesem Bereich online entsprechend dann fungieren zu können.